Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Heute geht es um Vorspur, Nachspur, Sturz, all diese Einstellungen. Ja, in diesem Teil will ich da mal ein bisschen näher drauf eingehen, welche Einstellung was bewirkt. Falls euch die Begriffe fremd sein sollten, solltet ihr das erste Video sehen und danach das Video. Das macht mehr Sinn, dann wisst ihr, wovon ich rede. Also auf die Begriffe werde ich nicht drauf eingehen, auch nicht auf Werte an sich, sondern einfach nur, was welche Einstellung bewirkt. Das ist der zweite Teil. Im ersten Teil hatte ich grob erklärt, wie man vorgeht, aber bin da nicht drauf eingegangen, wie welche Veränderungen welche Auswirkungen haben. So, dann haben wir noch kleine Unterschiede zwischen Onroad und Offroad. Ich denke, wir fangen erstmal damit an und dann gehen wir auf die Einstellungen. Also, größter Unterschied zwischen Onroad und Offroad ist der Kickoff. Kickoff ist die Neigung vorne im Chassis. Und das haben wir eigentlich mehr an Offroad-Fahrzeugen. An Onroad-Fahrzeugen brauchen wir diese nicht, meiner Meinung nach. Klar, einige Hersteller machen an Onroad-Fahrzeugen einen Kickoff rein. Ich frage mich, wo da der Sinn ist. Ja, Moment. Da fällt mir doch was zu ein. Könnte das sein? Könnte das echt sein, dass die nur deswegen, damit die ein Wagen, was wie ein Formel-1-Wagen aufgebaut ist, nur damit die diese Werbung machen können, damit die sagen können, das kann auf losen Geröll, auf Asphalt, auf Schotter, auf Schnee, auf Regen, alles Mögliche. Das ist quasi ein Offroad-Fahrzeug. Wusa. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Egal. Wir bauen die Kamera eben um und dann gehen wir auf die ganzen Einstellungen drauf ein. Also dann fangen wir mit dem Kickoff mal an. Also das ist die Neigung vorne, der Winkel hier vorne in der Chassisplatte. Wie bereits gesagt, an Offroad-Fahrzeugen. Wir haben, wenn man jetzt das die Platte ist, dann haben wir vorne so eine Biegung drin, wo die Querlenker drin sitzen. Das hat auch was mit dem Nachlauf zu tun, damit regeneriert man auch den Nachlauf, aber das hat eigentlich einen anderen Effekt. Bei Offroad-Fahrzeugen hat das den Sinn, dass wenn die Querlenker jetzt so gerade stehen und die müssen ja so arbeiten, nach oben, das heißt von hier vorne kommt eine Kraft, eine Unebenheit und will den Querlenker durch das Rad nach oben drücken. Jetzt muss die Kraft, die von hier vorne kommt, umgeleitet werden, um den Querlenker nach oben zu drücken. Wenn wir jetzt den Querlenker etwas nach vorne neigen, dann tendiert der eher dazu, nach oben zu gehen. Die Kraft, die hier drauf wirkt, die von hier unten umgeleitet werden muss, ist geringer. Und damit kann der eher auf Unebenheiten ansprechen. Also das ist der Sinn des Kickoffs. Und deswegen denke ich, macht das keinen Sinn, an Onroad-Fahrzeugen einen Kickoff zu machen, da die eh auf geraden Straßen, auf ebenen Flächen fahren und nicht auf Unebenheiten drauf reagieren müssen. So, auf den Nachlauf, da kommen wir später drauf zurück. Ich würde jetzt erstmal Sturz machen. Am besten fangen wir mit der Hinterachse an. Weil die Hinterachse das Auto führt und die Hinterachse ist nach meiner Meinung nach sehr entscheidend, um ein warum hörst du auf aufzunehmen. So, die Hinterachse sorgt dafür, dass unser Auto geführt wird, dass wir ein stabiles Fahrverhalten haben. Deswegen fangen wir mit der Hinterachse an. Wir fangen mit dem Sturz an. Sturz eigentlich immer negativ. Also ich kenne jetzt kein außer ein richtiges Auto, wo wir einen positiven Sturz haben.
Aber da können wir die Achsgeometrie auch anders konfigurieren, so dass sich das beim Eintauchen bzw. beim Lastwechsel rechts und links nicht verändert, was bei RC-Fahrzeugen der Fall ist. Wenn wir jetzt eine Kurve nehmen, neigt sich der Wagen nach außen und wie wir sehen, verändert sich der Sturz. Man kann das auch über die Punkte hier einstellen, aber so hundertprozentig weg kriegt man das über die Punkte nicht. Also machen wir einen negativen Sturz rein, damit, wenn wir in Kurven fahren und das Auto sich neigt, wir eine ebene Fläche erreichen, der auf Null geht am besten und damit eine komplette Fläche aufliegt und wir Grip aufbauen. Denn die ganze Kraft in Kurven geht auf die äußeren Räder drauf. Die inneren Räder werden entlastet und die äußeren Räder werden belastet. Und da macht das natürlich Sinn, wenn die in der Kurve, wenn sich das Auto neigt, mit der ganzen Fläche aufliegen und damit optimalen Grip aufbauen können. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Vorderachse. Hier habe ich an der Vorderachse ein bisschen mehr Sturz, weil sich durch die ganze Lenkungsgeschichte und die ganzen Umlenkungen das bisschen mehr drauf auswirkt, in Kurvenfahrten sich durch die Achsgeometrie der Reifen noch mal ein bisschen anders verhält und wir hier denselben Effekt aufbauen können. Vorderreifen ist sogar ein bisschen mehr belastet in den Kurven, weil der als erstes zum Tragen kommt und danach erst die Hinterachse. Das Ganze ist hier ein bisschen extremer. Das ist mein umgebauter Thunder Tiger K-Rock, der G5, den ich zum Onroader umgebaut habe, wo ich den Kickoff weggelassen habe. Hier war das mit der Hinterachse extrem. Und deswegen habe ich hier auch eine sehr komplizierte Lösung mit Umlenkungen gemacht, damit sich der Effekt nochmal verstärkt. Da das mit den Punkten hier nicht wirklich viel was gebracht hat. Hier habe ich eine Umlenkung gemacht und das funktioniert noch nicht so ganz hundertprozentig. Aber es ist schon besser geworden. Die ganze Kraft, die von dem Reifen ausgeht, kommt auf diese Fläche und hier sind halt diese Umlenkungen und können das Ganze nochmal ein bisschen unterstützen. Wie ihr seht, seht ihr das? Beim Eintauchen verändert sich da gar nichts mehr. Nur in den Kurvenfahrten, das passt noch nicht so hundertprozentig, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber der Effekt ist bei Onroad-Fahrzeugen noch viel größer wie bei Offroad-Fahrzeugen. Bei Offroad-Fahrzeugen haben wir ja zum Beispiel, fahren wir auf eine Wiese und auf einer Wiese gräbt sich der Reifen mehr ein. Wir können viel mehr Grip aufbauen wie auf der Straße. Da ist nicht so ein grobes Profil, was da in den Boden eingreifen kann. Hier haben wir halt Asphalt, das ist eine glatte Fläche, der muss auf einer glatten Fläche vom Reifen Grip aufbauen und deswegen ist das hier schwieriger und macht sich bei Onroad-Fahrzeugen stärker bemerkbar. So, dann haben wir die Spur. Die hintere Spur ist meiner Meinung nach viel wichtiger wie die vordere Spur. Weil die hintere Spur führt das Fahrzeug. Also umso schlechter ihr den Wagen hinten eingestellt habt, umso schlechter wird er sich verhalten. Wir fangen mit der Kurvenfahrt an. Dazu habe ich hier eine kleine Zeichnung gemacht. Nicht schön, aber es reicht zum Erklären, würde ich sagen. So, wir fahren in die Kurve rein. Vorderreifen sind eingelenkt. Das ist die Fahrtrichtung. Und wir haben jetzt hier eine Vorspur. Also die Reifen sind zu. Die Reifen tendieren natürlich richtig in die Kurve rein, genau wie der hier vorne. So, jetzt die hinteren, der spielt nicht wirklich eine Rolle, da der in der Kurve liegt. Wir haben ja gesagt, der Wagen neigt sich
nach außen zu der Kurve und die Belastung geht auf die beiden Räder drauf. Wenn wir jetzt eine Vorspur haben, was hier extrem eingezeichnet ist, tendiert das hintere Rad die Kurve zu nehmen. Und damit führt er die Hinterachse eher zu der Kurve. Zu viel würde natürlich dann dazu tendieren, dass der hier mehr in die Kurve will, dass das Heck nicht schnell ausbricht, dass der viel stabiler ist. Das würde aber dann bewirken, dass die Vorderreifen den Grip verlieren und wir vorne anfangen zu rutschen. So, dann haben wir den anderen Effekt, haben wir eine Nachspur. Das heißt, die Hinterräder sind offen. Das heißt, der tendiert schon eher nach außen. Also wird das Fahrzeug schneller ausbrechen, würde aber vorne mehr Grip aufbauen. Also das würde ich eher nicht empfehlen. Für den Geradeauslauf würde eine Nachspur oder eine Vorspur nicht viel Unterschied machen. Also das würdet ihr jetzt fürs Geradeausfahren nicht wirklich merken. Wenn wir jetzt eine Spur 0 fahren würden, das heißt, die Räder stehen gerade zum Fahrzeug, keine Vorspur, keine Nachspur, Spur 0. Das würde in Kurven auch funktionieren, wäre vielleicht am neutralsten von allen, aber für den Geradeauslauf wäre das katastrophal. Ich habe das mal bei einem Fahrzeug ausprobiert und ich musste geradeaus mehr lenken als in der Kurve, weil jede Gasbewegung der Wagen in alle Richtungen zieht. Also eine Spur 0 stabilisiert das Fahrzeug 0. Der wird richtig agil. Ihr habt viel mehr Grip auf den Vorderrädern. Das heißt, auf der Lenkung ist wirklich jede kleinste Bewegung spricht er drauf an. Aber geradeaus fahren ist nicht wirklich möglich. Also Vollgas losfahren, der zieht in alle Richtungen. Ihr müsst andauernd gegenlenken. Ihr müsst das Fahrzeug versuchen, geradeaus zu fahren zu lassen. Am besten ist da immer noch die Vorspur. Die Werte, wie gesagt, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das solltet ihr selber testen. Bei den Hubau war das zum Beispiel so, der hatte extreme Vorspur gehabt. Das Lenkverhalten war voll für den Arsch. Ich habe die Vorspur etwas rausgenommen und dadurch wurde der viel agiler und ist immer noch stabil für Geradeauslauf. Das funktioniert, aber der ist jetzt wesentlich agiler, der spricht viel mehr auf die Lenkung drauf an. So, die Spur vorne ist ein bisschen komplexer. Hier fahren wir auf jeden Fall eine Nachspur, schon allein wegen der Achsgeometrie. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ich will euch einmal kurz mit wieder einer schönen Zeichnung die ganze Achsgeometrie einmal zeigen. Das ist der Lenkpfosten, also da, wo die Lenkung drauf eingreift, also wo die drauf läuft. Die zwei Lenkpfosten. Ich habe den Servo vergessen. Dann haben wir hier nochmal so einen Arm, wo dann der Servo drauf zugreift. Hier haben wir das Servo so. Blub, 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 blub. Da wird eingelenkt, dann geht die Ackermannplatte nach rechts oder nach links. Hier haben wir die Achse, hier ist der Reifen dran und hier ist die Verbindung zu der Lenkung. Diese Geometrie, ja, das ist auch sehr entscheidend. Also da kann man auch einiges mit einstellen. Allerdings bei den meisten Fahrzeugen kann man da nichts einstellen. Ich habe mal bei einem Fahrzeug die Platte verändert, die Punkte etwas verändert, genau wie bei dem jetzt. Da bin ich aber noch am Testen. Das kommt in einem anderen Video. Da bin ich noch nicht mit durch, was sich da ja als gut erweist, das kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir gucken mal von oben drauf am besten. Da schwinge ich mal die Kamera eben rum. So kann man das gut sehen. Ja,
So, und zwar haben wir hier jetzt halt, wir haben jetzt hier eine Nachspur und die verstärkt das Einlenkverhalten nochmal. Und zwar, wenn wir das einschlagen, seht ihr, dass das Rad hier mehr Einschlag macht wie das Rad. Kurveninneres Rad hat einen kürzeren Weg, muss mehr eingeschlagen werden wie das kurvenäußere Rad. Das hat natürlich auch wiederum mit der Achsgeometrie zu tun, wie das ausgelegt ist. Das ist bei dem extrem, das ist auch ein bisschen durch meine Veränderung, aber wie gesagt, da bin ich noch nicht durch. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Wenn wir jetzt eine Vorspur hätten, die Reifen vorne zu, dann würde der Effekt ja geringer werden. Und deswegen hier halt eine Nachspur, damit der Effekt so groß wie möglich ist und mal einen schönen Lenkverhalten hat. So, dann kommen wir zum Nachlauf. Nachlauf, ja, bei Offroad okay, bei Onroad finde ich das eher vom Nachteil. Wobei, also bei der Neigung dann, also ich erkläre euch das mal. Der Nachlauf ist, ihr müsst euch das vorstellen, das ist jetzt, ich zeige das mal so, das ist jetzt der untere Querlenker, das ist der obere Querlenker und das ist die Radmitte, wo der Reifen drauf aufkommt. Gelagert ist. So, das ist der Reifen. So, das wäre jetzt 0. Und wenn wir jetzt das Ganze so verschieben, dass wir Nachlauf haben, dann haben wir den Mittelpunkt hier. Das heißt, wir haben den Mittelpunkt hier und die Aufhängung ist hier. Der Mittelpunkt ist hinter dem unteren Aufhängungspunkt. Das heißt wiederum, dass wir wie beim Einkaufswagen das Rad geführt haben. Das hat den Vorteil, dass wir halt ein geführtes Rad haben, was tendiert dazu, ja, geradeaus zu laufen, sich ausrichtet. Beim echten Fahrzeug ist das der Effekt, wenn man das Lenkrad loslässt, dass sich das wieder zurück zum, ja, in den Geradeauspositionen einstellt. Bei RC-Fahrzeugen finde ich das deswegen nicht so relevant, weil wir ein Servo haben, was ja eh zum Nullpunkt, also eine Kraft ausüben zu der Lenkung. Nicht von den Reifen aus zum Lenker, so wie beim Auto, sondern von dem Servo eine Kraft ausüben, damit wir die Räder gerade ausstellen. So, wenn man jetzt extremen Nachlauf hat, dann könnte ich euch das hier zeigen. Bei denen, wie gesagt, ist das nicht so extrem, aber man sieht das trotzdem. Wenn man jetzt einlenkt, seht ihr, dass das Rad auf der äußeren Seite sich anhebt. Der kippt. Wenn wir das andersrum, kann ich das einfangen? Ja, dann kippt es nach außen. Den Vorteil wiederum, wenn sich der Wagen neigt, in dem Zuge richtet sich wieder das Rad aus. Also wenn wir den jetzt so neigen, man sieht das, ja doch. Dann richtet sich das Rad wieder aus und wir haben wieder die ganze Fläche und haben wieder mehr Grip aufgebaut. Allerdings, wenn das zu viel ist, kann sich das nicht so weit ausrichten, dass der gerade aussteht. Ich habe bei dem Limitless zum Beispiel, habe ich den oberen Querlenker so bearbeitet, dass der Nachlauf geringer wurde, weil man halt hier die ganze Chose nicht so einstellen konnte, wie bei dem mit den Punkten hier.
dass man den Querlenker verschiebt nach vorne, nach hinten, dadurch den Nachlauf einstellt. Bei Arma nicht so wirklich möglich gewesen. Und deswegen habe ich den Querlenker bearbeitet, damit ich den Nachlauf etwas rausnehmen kann, weil der Effekt viel zu viel war, meiner Meinung nach. Also wenn ihr Probleme beim Onroader, gerade beim Onroader in der Lenkung habt, also wenn ihr einlenkt und der rutscht über die Vorderräder, dann probiert aus, den Nachlauf etwas rauszunehmen. Am besten direkt mal schauen, wie verhält sich der Wagen so, wenn man ihn neigt. Geht der äußere Reifen auf 0, also Sturz 0, oder ist der immer noch geneigt, sodass nicht die ganze Fläche aufliegt? Dann den Nachlauf etwas rausnehmen und wenn ihr seht, die Position, okay, jetzt geht der auf 0, dann sollte das Gripverhältnis vorne besser sein. Allerdings müsst ihr ein Mittelmaß finden, weil wenn die Vorderreifen zu viel Grip aufbauen, dann bauen die Hinterreifen wieder ab. Also man muss ständig so einen Mittelpunkt finden, dass das in allen Situationen ja gut funktioniert. Mal ja wirklich einen Kompromiss eingehen, ist das jetzt zu viel, dann lieber ein bisschen wieder rausnehmen, dass wir hinten nicht den Grip verlieren. Ja, deswegen bin ich halt dagegen, wirklich so Werte zu sagen. Vor allen Dingen, ja, kommt das auch auf jeden Fahrer selber drauf an. Manche mögen das halt mehr mit den Heck ein bisschen zu rutschen, dann kommen die besser um die Kurve. Manche wollen das Heck super stabil haben, damit die um die Kurve kommen. Also das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Das ist halt vom Handfeeling her, wie ihr besser drauf klarkommt. Deswegen besser selber ausprobieren, rumstellen. Aber wenn ihr da rumstellt, dann verändert nur einen Wert und guckt, wie das sich auswirkt. Und wenn das okay ist, dann auf den nächsten Wert. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt mit dem Sturz anfängt, erst den Sturz gucken, was funktioniert wirklich gut. Und wenn ihr dann Erfolg seht, okay, aber der hakt jetzt noch in den Kurven ein bisschen, ich könnte da noch ein bisschen mehr Grip vertragen, dann gucken mit dem Nachlauf. Wenn das wieder okay ist, dann den Rest. Also nicht alle Punkte auf einmal verändern, weil dann weiß man nicht, wo hat man jetzt den Vorteil gehabt. Was hat einen positiven Effekt gehabt, was hat einen negativen Effekt gehabt. Wenn wir Einstellungen machen, dann auf jeden Fall erstmal den Sturz, weil der Sturz verändert auch ein bisschen die Spur. Deswegen immer erstmal Sturz einstellen, dann eventuell ein bisschen die Spur korrigieren und dann ausprobieren und dann den nächsten Schritt immer Stück für Stück machen. Den Sturz können wir an fast allen Fahrzeugen einstellen. Spur an der Vorderachse können wir auch an ganz, ganz vielen Fahrzeugen einstellen. Einige haben halt feste Spurstangen, da können wir nichts dran machen. Bei der Hinterachse sieht das schon wieder anders aus. Da kann man meistens die Spur nicht wirklich einstellen. Außer hier vielleicht bei den hier und ein paar anderen. Da können wir die Spurwerte auch an der Hinterachse verstellen. Aber in der Regel ist die Spur an der Hinterachse fest vorgegeben. Bei manchen gibt es halt Einlagen an den Querlenkerstifthaltern, die man verändern kann und somit die Spur einstellen kann. Aber in der Regel ist die Spur hinten fest eingestellt und da kann man nichts machen. Wenn wir den Nachlauf einstellen, dann tut sich da eigentlich nicht viel bei der Spur. Also würde ich auf jeden Fall erstmal den Sturz, dann den Nachlauf und ganz zum Schluss die Spur einstellen. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und ich denke, dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informativ und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.